Jonas Müller. Viel Platz für Jonas Müller. Guter Weg. Oh. Und Führung Berlin. Und was für ein Tor von Jonas Müller. Traumtor mit der Rückhand. Da oben und das Lattenkreuz. Bonhuber, jetzt Tuomi in der Mitte. Tuomi. Tuomi! Packer Tuomi. Oh, das war ein starkes Ding mit der Rückhand. An einem Gegner vorbei und irgendwie findet er eine Lücke zwischen Hudacek und Pfosten. Wähle. Fehler, Konter in Unterzahl. Tobi Eder unterwegs zur Führung Berlin. Und Tobi Eder, ja, trifft, 21. Treffer. Macht das, was er ziemlich gut kann in dieser Saison, was er noch verbessert hat in seiner ersten Saison bei den Eisbären Berlin. Das schon sehr häufig. Schwere Situationen nutzen können, da ist jetzt der Pack drin, genau. Mega Chill und den bringt er aus der Luft ins Tor. Ja, was für ein Tor. Von Mega Chill, super, mit der Backhand. Achtung, hier, den musst du erstmal so reinmachen. Auch der natürlich einer, der noch extrem wichtig werden könnte im weiteren Saisonverlauf. Was ist das für ein Pass und was ist das für ein Tor von Kenny Agostino? Der Pass kommt von Kuminski und dann ist es der Topscorer, der Düsseldorfer Kenny Agostino. Sind noch 20 Sekunden, könnte noch was gehen. Barrett. Evan Barrett bringt die Arena zum Kochen. 16 Sekunden vor dem Ende. Wow, wow, wow. Wieder ein trockener Schuss auf die Fanghandseite von Alavena. Oh, klasse der Pass und das Tor. Föder legt auf. Und dann ist es Löbels. Also, das ist überragend gespielt gewesen. Starke Bewegung gegen Martinovic. Ja, Tor! Und was für eins! Philipp Feist mit einem Kunstwerk an Tor. Ähnlich die Kamera eben. Kommt jetzt aber mehr von rechts. Boah, ist das wunderschön! Was ein Penalty von Justin Schütz! Aber das war wunderschöne Maßarbeit von Justin Schütz, Kai. Also wirklich ein super Penalty. Und Sebastian Ovira gegen Franz Webb! Und die Entscheidung lautet Tor! Was für eine verrückte Bude! Und jetzt zeigt Hinterdobler doch an, kein Tor. So oder so, ein verrücktes Ding. Urbas kommt und hat die Scheibe dann irgendwo bei seinem linken Arm und seinem Körper begraben und verhindert so den Ausgleich. Das sieht hier aus der Perspektive nach einem klasse Save von Jan Urbas aus.